Stars machen es schon lange. Katy Perry zum Beispiel mag es von unten nach oben. Wiederum Beyoncé trägt es gerne von links nach rechts. Die Rede ist natürlich von Lidschatten oder genauer gesagt TTT, Two-Tone Time. Und wie ihr für besondere Augenblicke sorgen könnt, das verrate ich euch jetzt an meinen beiden Mädels. Das ist Miss Bronja. Hallo Miss Bronja. Hi, hi. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Aber heute machen wir was total Schönes. Wir zeigen unseren Zuschauerinnen, wie sie mit Two-Tone arbeiten. Bei der schönen Augenform kann man natürlich auch wunderbar sehen, wie man von außen nach innen arbeitet und natürlich auch unterm Auge. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Am besten nimmt ihr dafür einen Pinsel, der angestuft ist. Wir fangen an mit einem Goldton. Und das nehmen wir jetzt übers ganze Auge. Genau, reichlich verteilen. Auch hier vorne, übers Lid. So, wie ihr hier seht, geht das auch zack, zack. Es geht relativ schnell. So, und jetzt aber bitte nach oben schauen. Dann nehmt ihr den gleichen Ton und geht unters Auge. So. So sieht es aus in der Vorstufe. Dann nehmen wir einen grauen Ton. Mhm. Wenn der sich mit dem Gold verwischt, wird das auch nochmal besonders und dann so shiny. Schön. Two-Tone. So, genau, den setze ich dann hier an. Und an der Knochenlinie entlang ziehe ich den Pinsel dann nach innen. Und jetzt sieht man schon, dass es dem Auge eine Tiefe gibt. Und gleich ist der Augenaufschlag viel intensiver, viel kräftiger. Man sieht total geschminkt aus, obwohl da eigentlich nur ein bisschen was dran ist. Nur ein bisschen Puder und Lidschatten. Richtig. Ihr seht, hier ist die Verbindungslinie schon gemalt, unterm Auge. Und jetzt kommt sie hier auf diese Seite. Dafür nehmen wir wieder einen angestuften Pinsel. Okay. Der ist auch wieder ein bisschen das härter. Ist schmaler, oder? Genau. Ja. Wie der erste Pinsel, den wir benutzt haben, nur mit weniger Haaren. Mhm. So, und Augen nach oben. Dankeschön. Und das Schöne an dieser Verbindungslinie ist, ihr könnt selber entscheiden, wie intensiv ihr gehen wollt. Wenn ihr wirklich mal auf die 12 hauen wollt, dann gerne auch mehr oder vielleicht sogar mit Glitzerpartikeln. Also da kann man wirklich sehr kreativ werden. Nachdem du dann die Verbindungslinie gezogen hast und praktisch diese Form gelegt hast, kannst du, das ist ein super Trick übrigens für alle, das mache ich nämlich auch immer, um die Augen weiter aufzumachen, nimmst du wieder ein bisschen was von dem Gold und setzt es in diesen Dreieck vor dem Auge ein. Hier vorne? Ganz genau. Aha. Achtung, zu. Da hast du so einen Effekt, der die Augen aufmacht und nochmal einen besonderen Glanz gibt. Du hast ja auch wunderschöne Augenbrauen. Man kann die auch ein bisschen nachziehen, nachhelfen, nicht so doll, damit es nicht so, ja, so maskenhaft aussieht. Last but not least, einen schönen Gloss. Ja. Nicht zu auffällig, weil wenn ihr auffällige Augen habt, schminkt den Mund bitte nie so auffällig. Also lieber reduzieren, entweder Augen- oder Lippenakzent setzen. Und dann kann man hier unten das noch ausbessern, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Et voilà, und du bist fertig. Oh, super, vielen Dank. Ich habe es gerade schon kurz gesehen. Hast du? Ja, ich habe gewünscht. Es sieht ganz toll aus. Vielen, vielen Dank, Fernanda. Und ich bin total gespannt auf den zweiten Two-Tone-Look. Ja, ich bin auch total gespannt auf den nächsten Two-Tone-Look. Und den machen wir bei Mathilde. Grüß dich. Willkommen Hallo. Bei uns. Mathilde ist ein ganz anderer Typ als Ronja. Sie hat einen hellen Porzellanteint, sie hat tolle, helle Augen. Ich liebe ihre Augen. Ich auch. Ich habe ja früher immer Kontaktlinsen getragen. Ja. Farbige, um so Husky-Augen zu kriegen. Das heißt, du kannst Töne tragen wie blau, grün, lila, alles, was so ein bisschen in diesen Blau-Verlauf reingeht. Rötliche Töne, darauf lieber verzichten. Aber alles, was so kühle Töne sind, die kannst du wunderbar tragen. Und bei dir machen wir das ein bisschen anders. Wir tragen die Farben unten und oben auf. Du brauchst eigentlich nur zwei Pinsel. Super einfach. Okay. Weil viele Leute denken, man braucht Millionen Pinsel. Nein, es gibt so 4, 5 Pinsel. Mit denen kann man das Auge perfekt schminken. Man braucht nicht teures Geld dafür auszugeben. Die Handgriffe müssen sitzen. Wir vermischen jetzt erstmal den lila Ton. Dafür benutze ich zwei verschiedene Töne und verwische sie einfach. So, und da können wir noch ein bisschen dunkler gehen, ein bisschen stärker, um da diesen Schein reinzubringen, diesen Glow.
gehen wir dann in Weiß rein und dann schimmert es richtig geil. Es macht auch echt Spaß, mit Freundinnen so rumzuprobieren. Weil manchmal steht ein etwas, wo man niemals denken würde, dass es geil aussieht. Das ist wie mit Freunden shoppen gehen, ist eigentlich auch immer am besten, weil du außer direkt... Außer mit dem Freund. Nee, das geht nicht. Das ist ein Desaster. Aber du siehst einfach auch die Meinung von den anderen. Es gibt sogar eine Instagram-Seite, wo Männer, die auf ihre Freundin warten beim Shoppen, sich fotografieren. Doch, dann sitzen sie da mit dem... Selfie-mäßig. Ja, entweder schlafen sie, also werden sie von anderen Leuten fotografiert, oder sie sind am Handy und sind völlig verzweifelt, so am Rande des Wahnsinns. So, jetzt gehe ich nach unten mit Grün. Man kann, wenn man ihn sehr spitz ansetzt, wird diese Linie eher schmal. Mhm. Umso weiter ich nach unten gehe, desto dicker wird sie. Ja. Und umso dramatischer wird dann das Make-up. Um richtig unters Auge gut ranzukommen, ist es auch ein toller Trick, einfach ein bisschen anheben, Augen zu. Genau. Und dann kann man nämlich hier in die Knochenstruktur richtig gut reinschattieren. So, einmal nach oben schauen. Dann malen wir wieder die Verbindungslinie, wie bei Ronja. So, und in dem Fall bröckelt der Lidschatten ein wenig runter. Das macht aber nichts. Da gehen wir nämlich mit einem Feuchttuch unters Auge. Aber nimmst du da nicht mein Make-up wieder mit? Das packen wir wieder neu drauf. Hm. Yes. Wenn also das passiert, das passiert ja nicht bei jedem Lidschatten, aber manchmal passiert es gerade bei dunklen Tönen. Jetzt kommt der Trick. Das kann man übrigens auch immer machen, auch wenn man das Make-up schon ein paar Stunden drauf hat und das Gesicht langsam müde wird. Das mache ich übrigens auch bei Events. Dann schnell nochmal auf Klo, Concealer unterm Auge, ein bisschen Puder, um zu fixieren und schon ist man wieder fresh. Unterm Auge arbeitest du immer heller. Okay. Immer, immer heller. Und bei dir, also ich nehme für mich zum Beispiel auch einen sehr hellen Ton. Ich nehme den hellsten für meine Farbe und das mache ich jetzt bei dir auch. Das Schöne daran ist ja, dass du mit Puder und Make-up das nochmal alles angleicht, aber du hast diesen Effekt von Highlight. Etwas wird frisch aussehen. So, man nimmt den Ringfinger dafür, weil das ist der Finger mit dem wenigsten Druck. Habe ich von meiner besten Freundin gelernt, sie ist Maskenbildnerin. Ja, das würde ich machen, ohne ihre Tipps jetzt. Einmal nach oben schauen. Genau, und hierbei ist wichtig, dass man das Make-up auch abklopft. Oder in dem Fall den Concealer, weil das sich dann schön mit den Poren, das verschließt die Poren schön, das sieht dann nicht aus wie einmal drüber gewischt, sondern es wird eins mit der Haut und das ist immer wichtig bei Make-up, damit man nicht so, ja, so maskiert aussieht, ja, ne? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand dir sagt, es wird ganz schön viel Make-up auf dem Gesicht. Das stimmt. Ja, das sagen Männer aber leider zu oft. Mhm. Sagen das aber immer ungeschminkt, das sieht so schön aus. Nein! So, und nachdem der Concealer drauf ist, Puder zum Fixieren, arbeiten wir Rouge ein. Und zwar in kreisenden Bewegungen. Da gibt es einen ganz tollen Trick. Man macht entweder so, um diese Knochenstruktur rauszuholen. Also, oder man macht die Zicke halt den. Das Fake-Lachen. Denn dadurch kommen auch die Wangenknochen toll raus. Ihr lacht, aber es ist so. Habt ihr noch die Frauen gesehen, die sich schminken? Lass uns zicken so sein. Ich stehe auch vorm Spiegel und schmink mich so. Habt ihr nicht so ein Spiegelgesicht? Ich hab's absolut. Natürlich, mein Mund ist konstant offen. Find beim Wimpertuschen. Ja. Immer. Ja. Okay, also mit kreisenden Bewegungen. Genau. Super. Da kommt das Lächeln. Wieder so? Da sehe ich die Knochenlinie genau. Perfekt. Super. Dann würde ich sagen, fehlt nur noch für die absolute Dramaturgie der Augen die Wimperntusche. Aber du hast sie auch schon in der Hand. Ja, Donja. Ich glaube, du schminkst dich öfters. So, und jetzt einmal bitte nach unten schauen. Kopf ein bisschen nach hinten. Genau. Und unten bleiben. Genau. Ich würde sagen, you are ready. Wow, lass mal sehen. Was sagst du? Toll, deine blauen Augen kommen so gut zur Sprache. Du meinst meine grünen Augen? Ja. Meine grünen. Egal ob grün oder blau. Gut schaut sie aus. Sehr schön. Nein, es freut mich, dass ihr was Neues ausprobiert habt. Ja, und auf jeden Fall. Bei deinem unschuldigen Gesicht kommt das so gut rüber, wenn mal ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Kontrast, kommt so ein bisschen das raus. Die kleine Lolita.
Ich danke euch, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, also, uns auch. Unter Freundinnen ist es irgendwie doch am coolsten. Ich hoffe, ihr könnt es mit euren Freundinnen zu Hause auch machen und seid dann perfekt für die nächste Party mit dem perfekten Augenblick. Da gehen wir jetzt auch hin, oder? Richtig. Genau. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Fernandas Fashion Friday. Tschüss, tschüss. Ja. Oh shit. Das ist kein gutes Zeichen. Mit unterschiedlichen Lidschattenfarben. Euer Lachtiger.